Das ist Deutschlands günstigstes Kombimodell, der Dacia Logan MCV. Extrem geräumig und sehr günstig. So präsentierte Dacia 2006 den Logan MCV und begeisterte sparsame Handwerker und Familienväter. In der Neuauflage streift der Rumäne seine Nutzfahrzeuggene deutlich ab. Nun präsentiert er sich als Pkw-Kombimodell. Und die Unterschiede sind schon auf den ersten Blick erkennbar. Deutlich entschlossener wirkt der Blick des Kombis. Das liegt an der Anordnung der Scheinwerfer, die jetzt in einer Linie mit dem schwarzen Kühlergrill liegen. Um den Verbrauch möglichst niedrig zu halten, bedient sich Dacia bei den modernen Motoren von Renault. Wie zum Beispiel den 0,9 Liter Dreizylindermotor, den es im Übrigen auch für den Renault Clio gibt. Er hat 66 kW und 90 PS Leistung und soll nur 5 Liter auf 100 Kilometer brauchen. Maximal 175 km/h schafft der Dreizylinder-Benziner, wenn er auf der Autobahn alles geben darf. Um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, braucht es ebenfalls Geduld. 11,1 Sekunden. Hochleistung darf man von dem 66 kW Motor nicht erwarten. Dacia verfolgt auch hier im neuen Logan MCV die übliche Strategie. Das heißt, die Basisversion ist recht günstig mit 7.990 Euro, aber auch dafür so gut wie nackt, gerade was den Innenraum betrifft. So ist das Navigationssystem und auch die Klimaautomatik aufpreispflichtig. Zeit für ein Fazit. Preisgünstige Konkurrenz für den Dacia Logan MCV gibt es kaum. Für ein Kombi in vergleichbarer Größe muss man knapp unter 20.000 Euro bezahlen. Geht man die Nummer kleiner und nimmt einen Kleinwagen-Kombi, sind es immerhin noch 10.000 Euro. Zudem muss man deutliche Einschränkungen im Platzangebot in Kauf nehmen. Kunden mit einem höheren Platzbedarf sollen sich zukünftig nach Dacia-Strategie beim neuen Docker und Logi umschauen. Denjenigen, denen der Platz hier im Logan MCV reicht, haben hier ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.